Hallo zusammen. Ich möchte heute mal über ein Zitat von Hans-Georg Maaß, heißt er, glaube ich, reden. Das ist ein Psychiater. Und er hat gesagt, wer im Gefühlsstau ist, wird entweder krank oder böse. Und das erinnert mich auch an ein Bild, an eine Metapher. Und zwar geht es darum, um eine Maus, die in einer Kiste sitzt, und für die Maus in der Kiste ist der Himmel viereckig. Das heißt, wer in einer Kiste sitzt, in einer gedanklichen Kiste, ja, übertragen auf die Gedanken, für den ist der Himmel viereckig, für den ist die ganze Welt viereckig. Ja, das heißt, wer nicht aus seiner Komfortzone rausgeht, wer sich nicht versucht, selbst zu entdecken, ja, wer bin ich, was will ich, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig? Der wird irgendwann merken, dass er nicht nach sein volles Potenzial lebt, und irgendwann merken, dass er in einer Art Gefühlsstau gefangen ist. Ja? Er versucht nicht Dinge zu finden, die ihm wichtig sind, sondern er lässt sich sagen von anderen, was ihm wichtig zu sein hat. Und wer das tut, der lebt quasi nach den Bedingungen und nach den Prioritäten anderer, ja, der Gesellschaft, der Politiker, der Freunde, der Familie, und nicht nach seinen eigenen. Und das führt nach und nach zu einem Gefühlsstau, weil man sich selbst belügt. Das ist nicht der natürliche Weg, der natürliche Lauf der Dinge, so wie es sein soll. Und der wird dann irgendwann krank oder böse, wie Hans-Georg Maaß sagt. Und das finde ich hochinteressant. Denn dieses nach anderen Bedingungen leben oder von außen aufgetragene Bedingungen leben, macht deswegen krank, weil wir sozusagen dann das Elementarste vergessen, wozu wir eigentlich auf dieser Welt sind. Nämlich uns selbst zu entdecken, unsere Individualität, der Welt etwas beizutragen, aus unserem eigenen Innersten heraus, aus unserem tiefsten Sein heraus sozusagen. Und deswegen funktionieren auch diese ganzen Maßnahmen so gut, ja? Also es gibt viele Menschen, die sind in dieser Welt verloren, in dieser Welt der Möglichkeiten. Ja, was kann man alles machen? Was ist alles möglich? Was kann man alles studieren? Wo kann man überall hinreisen? Was für verschiedene Lebensformen gibt es? Es ist so vielfältig, diese Welt. Und dann werden wir von mittlerweile Kindheitsbeinen an von diesen Medien bombardiert, von Dingen, wie sie zu sein haben, was gut, was schlecht ist, was verwerflich ist. Und dann hat man die eigenen Bedürfnisse. Und wenn die dem widersprechen, was da propagiert wird von Kindheitsbeinen an, dann ist man in einer Art Konflikt. Und oft passt man sich dann diesen äußeren Bedingungen an, wie man zu sein hat. Und das führt dann immer mehr in eine Art, ja, Unglück nach und nach. Und wenn wir dann plötzlich etwas gesagt bekommen, wie es zu sein hat, nicht aufgrund einer Modeerscheinung heraus, also nicht aufgrund, auch jetzt ist ein blaues Kleid Mode bei den Frauen, dann ziehen sich die Frauen die blauen Kleider an. Da ist es jetzt nicht so schwierig zu sagen, ich bin individuell, ich bin anders, ich mache das jetzt anders. Es geht mehr um tiefgründigere Sachen, um Sachen, die sinnerfüllt sind. Und wenn dann plötzlich ein weltweites Thema aufkommt, wo plötzlich alle das Gleiche machen und jeder passt sich an, und das hat aber auch einen Sinn. Der Sinn ist hier, die Menschheit zu retten, ja, auf einer übertragenen Art und Weise. Plötzlich, und mir wird auch noch ganz genau gesagt, was ich machen muss, um die Menschheit zu retten, um meinen Nächsten zu schützen. Dann plötzlich sind viele Feuer und Flamme, weil das ist, nachdem sie sich gesehnt haben. Das ist, was sie ihr Leben lang gesucht haben. Ja, sie haben nicht nach innen geschaut. Sie haben immer geschaut, wo ist das im Außen? Wo ist was im Außen, was zu mir passt und was Sinn ergibt? Und plötzlich finden sie das. Und plötzlich sind sie Feuer und Flammen und hinterfragen gar nicht mehr oder überlegen gar nicht mehr. Sollte ich vielleicht erstmal bei mir anfangen, bevor ich wieder was von außen auf mich übertragen lasse, was plötzlich zwar Sinn ergibt, ja, wo ich plötzlich der gute Samariter sein kann, aber ohne es jetzt zu hinterfragen, ich mache einfach mal mit. Und
deswegen haben wir auch, das sagt auch Hans-Georg Maas, so viele Menschen, die diese Obrigkeitshörigkeit dankbar annehmen. Ja? Wenn einem gesagt wird, du bist jetzt ein guter Mensch, du bist jetzt sozial kompatibel, du bist jetzt ideologisch kompatibel, dann bist du ein Guter. Und das ist, nachdem sich die Menschen sehen. Sie haben aber oft nicht den Mut oder auch nicht die Erkenntnis zu Beginn, dass sie erstmal mit sich anfangen müssen, ja, ihren Saustall in sich selbst aufräumen müssen, um dann ordnen, dann mal die Dinge zu ordnen und mal zu gucken, woran muss ich arbeiten, ja, welche Schmerzkörper habe ich noch in mir, was gibt es noch, was ich aufarbeiten kann und welche Erfahrungen darf ich noch machen, wo darf ich noch auf Messers Schneide leben, wo darf ich noch aus meiner Komfortzone raus, wo darf ich noch mal ordentlich auf die Nase fallen, um was draus zu lernen. Und bitte aus einem eigenen Antrieb, aus einem eigenen Gefühl, aus einem eigenen inneren Gespür heraus und nicht von außen, oh, der war da in Australien, hat da Bungee-Jumping gemacht und wow, was für ein tolles Leben und der scheint so toll und souverän zu sein, dann mache ich das nach. Nein, ganz individuell, für dich selbst, egal was die anderen sagen. Und dann erkennt man, was einem wichtig ist, welche Werte man hat, ja, was man dieser Welt beitragen will. Und wenn man das erkannt hat, dann kann man endlich souverän leben. Dann lässt man sich auch von anderen Dinge nicht mehr diktieren. Ja? Dann ist man auch nicht mehr anfällig für diese Obrigkeit, für diese Obrigkeitshörigkeit. Und dann wird unsere Welt vielfältiger, dann wird sie liebevoller, dann wird sie kreativer. Ja? Dann wird sie herzlicher, wenn wir damit anfangen. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.